So, was macht eigentlich die FDP? Die FDP freut sich jetzt schon auf den Wiedereinzug in den Bundestag. Und ich sage Ihnen, wenn der Lindner das wirklich schafft, wenn der Lindner seine Lindneralen tatsächlich zurück in den Bundestag führt, dann lässt die Partei ihm zu Ehren eine Statue aufstellen, mitten in der Parteizentrale. Und er sieht halt auch schweinegut aus. Was soll's? Ich gebe es zu, klar. Er sieht super aus. Überall hängen jetzt diese coolen Schwarz-Weiß-Plakate mit Lindner drauf. Ich weiß nicht ganz genau, was er uns mit diesen Fotos sagen will. Was genau die Botschaft dahinter ist, ich verstehe es nicht. Aber vielleicht muss man einfach zu diesen Fotos die richtigen Fragen stellen. Wie in dieser Rubrik sagen Sie jetzt nichts von der Süddeutschen. Dieses Interview ohne Worte kennen Sie wahrscheinlich. Das können wir ja mal machen. Immer einfach Fragen zu den entsprechenden Fotos, die richtigen Fragen, spielen wir mal durch. Hier, das Bild zum Beispiel. Ja, mit der Frage, haben Sie Freunde in der FDP? Wird es für mich irgendwie schlüssig. Oder das hier. Was tun Sie gegen die soziale Kälte in Deutschland? Es hat irgendwie Hand und Fuß. Wie würden Sie den Wirtschaftskurs der FDP beschreiben? Oder das. Wie sehen Sie Ihre Rolle, sollten Sie es in die Regierung schaffen? Oder hier das. Wer hat Sie eigentlich zum FDP-Spitzenkandidaten bestimmt? Ja, dieser ganze Wahlkampf der FDP ist so auf ihn zugeschnitten, nur auf Lindner zugeschnitten. Es dreht sich so sehr alles um ihn. Intern nennen sie Christian Lindner schon CL7. Cristiano Lindneraldo. Und damit es nicht nur Bilder gibt von Christian Lindner, sondern endlich auch mal was zum Hören, haben wir hier einen kleinen Wahlkampfsong für ihn aufgenommen. Hey Lindner, du geile Sau! Bitte? Hey, du bist so sexy, dafür kriegst du ein Lied. Find ich gut. Na, warte erst mal ab. Er ist der Schönste auf Facebook und Tinder, jeder kennt seinen Namen. Christian Lindner. 2013, da lief es beschissen, mit Opi und Bubi die Hürde gerissen. Neue Fassade, nicht viel dahinter, nur lahme Bratzen und Christian Lindner. Politik für die Reichen, die Prassen und Protzen, soll man die nicht besteuern? Ich glaub, ich muss kotzen. Mehr Geld für die Pflege, mehr Geld für Soziales, da kriegt er die Krätze wie bei Andrea Nahles. Er steht gerne mal schwarz-weiß vor nem Imbiss und findet, dass das mit der Krim nicht so schlimm ist. Hat ein Herz für Diesel und für Banker nicht minder, hat nen Ausschnitt wie Merkel, Christian Lindner. Auf anderen Plakaten niedliche Kinder, doch die FDP hat nur Christian Lindner. Bei Game of Thrones kommt am Ende der Winter, bei der FDP kommt nur Christian Lindner. So, das hat Spaß gemacht.